Also derzeit liegen die Schwerpunkte meiner Forschung in drei Themenbereichen. Das erste Thema ist die Emotionstheorie. Damit habe ich mich schon in meiner Dissertation beschäftigt. Und jetzt bin ich gerade dabei, das ein bisschen auszuweiten. Also zu fragen, welche Rolle spielen Emotionen im Bereich der Ästhetik? Welche Rolle spielen sie, wenn wir uns mit Kunstwerken auseinandersetzen? Das zweite Forschungsgebiet, was ich momentan, oder das zweite Forschungsprojekt, was ich verfolge, betrifft ein soziales Phänomen, nämlich das Phänomen des kollektiven Gedächtnisses. Also die Frage, können vielleicht nicht nur Individuen sich an Dinge erinnern, sondern auch größere Gruppen. Also man sagt zum Beispiel, wir erinnern uns alle an den Holocaust, das ist Teil des kollektiven Gedächtnisses. Und da kann man natürlich fragen, was heißt das eigentlich, wenn wir davon reden? Wir erinnern uns alle. Die Deutschen erinnern sich, die Europäer erinnern sich. Was bedeutet das eigentlich, wenn man so von Gruppen spricht? Das dritte Forschungsprojekt, was ich außerdem noch verfolge, betrifft auch ein soziales Phänomen, nämlich Manieren und die Frage, ob Manieren ethische Bedeutung haben können. Also sind es vielleicht nicht nur einfach konventionelle Umgangsformen, die man genauso gut weglassen könnte, sondern könnte es sein, dass unser Leben irgendwie besser wird oder wir moralisch irgendwie besser sind, wenn wir uns, wenn wir mit gutem Benehmen glänzen. Die Antwort ist nicht ganz leicht, deshalb macht das Projekt auch Spaß, weil es die Antwort müsste heißen ja und nein. Also Manieren können wichtig sein und das kann man sich an einem Beispiel ganz gut klar machen. Wenn ich morgens in die U-Bahn steige und mich nervt das, ich will als allererste in der U-Bahn sein und ich schubse dann einfach alle aus dem Weg und sehe zu, dass ich die erste auf jeden Fall im Waggon bin, dann im Wagen bin, dann mache ich was falsch. Und das ist nicht nur furchtbar unhöflich, was ich dann tue, sondern das ist auch ethisch ein Problem. Und das ist was, was eigentlich schon Kant erkannt hat, nämlich, dass wir andere Menschen nicht bloß als Objekte oder als Hindernisse auf unserem Weg zu irgendwas betrachten dürfen und auch nicht einfach nur als Mittel auf diesem Weg, sondern dass wir sie immer als Personen ansehen müssen. Und ich glaube, Manieren sind etwas, was uns hilft, das immer zu realisieren, also immer zu erkennen, der andere ist eine Person und ich muss ihn auch so behandeln. Wenn man jetzt in ältere Bücher zu Manieren schaut und schaut, was da zum Beispiel über Frauen steht und wie man mit Frauen so umgehen soll, dass man denen immer die Tür aufmachen soll und die Tasche tragen soll und in den Mantel helfen soll, dann sieht man auch, glaube ich, was so ein bisschen problematisch an Manieren ist, nicht? Also da werden Frauen vielfach als was beschrieben, was eher so auf dem Status von einem Kind ist. Also irgendwas, was man immer helfen muss und beschützen muss und so. Und so gelernt das auch sein mag im Einzelfall, ist es natürlich auch so, dass da Ungerechtigkeiten, die vielleicht gesellschaftlich bestanden haben und zum Teil immer noch bestehen, einfach fortgeschrieben werden in diesen Umgangsformen, in diesen Verhaltensvorschriften. Was ich auf jeden Fall wieder so machen würde, ist, dass ich in jedem Fall wieder ins Ausland gehen würde. Ich habe an der Uni Bonn mein Grundstudium gemacht und bin danach für ein Jahr nach China gegangen. Und man hat mir damals gesagt, es wird keine ECTS-Punkte geben, keine Scheine, die ich dafür bekomme. Und es war mir irgendwie egal. Ich bin dann trotzdem dahin gegangen und muss sagen, es war ein ganz tolles Jahr für mich. Ich habe in der Gastfamilie gewohnt, die Sprache gelernt, bin wahnsinnig viel gereist. Und habe, glaube ich, mehr von diesem Jahr persönlich profitiert, als ich jemals und auch intellektuell, als ich jemals von einem Schein oder von irgendwelchen ECTS-Punkten hätte profitieren können. Also das ist was, was ich jedem nur raten kann, mal auf die andere Seite des Globus zu gehen und mal zu schauen, wie die Welt von der Seite so aussieht. Was ich nicht unbedingt nochmal so machen würde, ist die Spezialisierung. Ich habe mich relativ früh im Studium spezialisiert, also quasi direkt nach meiner Rückkehr aus China. Und habe quasi Philosophie nicht mehr so in der ganzen Breite studiert, sondern vor allem die Themenfelder mir ausgeguckt, die mich besonders interessiert haben. Und das würde ich rückblickend vielleicht doch stärker aufbrechen und eher sagen, ich nutze das Studium nochmal, um wirklich alles querbeet zu studieren.